So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Baldur's Gate. Hatte eine längere Pause, deswegen sind eigentlich alle ermüdet, deswegen schnell mal eine Rast einlegen. Naja, wir können als Bauern rumschlafen, Hauptsache die Ermüdung ist weg. So. Und Ike wollte uns rumführen. Tretet näher, Leute, und hört die Geschichte des Schreckens, der vor euch liegt. Kommt mit mir, dem außerordentlichen Abenteuer Ike Kaskadion Vendor, der eine neue Gruppe tapferer Seelen durch den Schlund der Gefahr in den Reichen führt. Wir werden zu Dulaks Turm gehen und dort Zeugen der Gefahr sein, die Hunderten von tapferen Männern und Frauen das Leben gekostet haben. Seht die Schrecken der verräterischen Fallen, fühlt die Anwesenheit der längst Verstorbenen, bestaunt die wunderbaren Reichtümer, die dort vergraben sind. Doch für ängstliche Naturen ist dies nicht geeignet. Ich werde keine Verantwortung übernehmen, wenn jemand am Herzversagen während oder nach unseres Ausflugs stirbt. Kommt herbei, einer nach dem anderen. Ah, ihr guten Leute von edlem Blut. Ihr seid vom Schicksal den Federhandschuh entgegenwerft. Kommt und werdet Zeugen der Extreme, durch die ein Mann sein Eigentum schützt. Ich mache euch einen Sonderpreis für eure ganze Gruppe von 60 Goldmünzen. Nicht, dass ihr es nötig hättet. Wir haben kein Interesse. Na, hier. Abgemacht, wann geht's los? Das füllt meine Quote für diese Führung. Los geht's, denkt daran, euren Lieben einen Abschiedskuss zu geben, denn vielleicht werdet ihr sie niemals wiedersehen. Wir treffen uns am Fuß des Turms. Ohne mich werdet ihr garantiert getötet werden. Fürchtet euch nicht, nur ich kann jene Räume betreten, die andere aus Angst meiden. Okay, dann geht's jetzt zu Dulaks Turm. Vorher machen wir noch zwei Dinge. Dulaks Turm habe ich eh schon erkundet. Erstens nach Beregost. Und was tun wir? Wir verkaufen und lagern. In unserer Kiste. Die irgendwie niemand so richtig reinigen will. Oder klären. Die bleibt halt voll. Was soll's. Aber naja. So ist es halt nun mal. Es gibt immer einen spielerischen Faktor, den man übersieht. Na, mal sehen. Die grünen Schriftrollen kann ich auch mal loswerden. Das bringt ja nichts. So. Da ist noch ein Schriftstück, das man loswerden kann. Schmuck kommt da rein. Nera ist zu weit entfernt. So, was hat er? Er hat den Dolch. Die schimmernden Bänder können wir reintun. Oh, das. Meine Ausbildung hat mich nicht auf so ausgedehnt. Womit kann ich das unbedingt sagen? Ach nee, das ist, behalten wir aber. Okay. Was haben wir noch? Die Getränke müsste ich irgendwann mal durchsuchen. Den Zettel muss man noch wegtun. Zauberschutzumhang plus 1. Perfekt. Hat sie auch. Dieser Charakter kann aufgrund der magischen Gegenstände, die er momentan trägt, nicht mit diesem Gegenstand ausgerüstet werden. Das heißt, okay. Jetzt, was muss er ablegen? Ah, die Rüstung. Okay. Sehr seltsam. Achso, meine trägt auch nur ein Prunkharnisch. Das könnte sein.
Dann gucken wir mal, ob du das tragen kannst. Nee, kann er auch nicht. Dann nächster. Kann er auch nicht. Weil das Ding plus 1 ist. Was bringt der Umhang? Versetzungsumhang. Ach, das ist der, wo... so, geben wir es ihr. So, dann verschwimmt sie nämlich. Okay. Dann ist unser nächstes Ziel ist Nashkel. So, weil da wollen wir die Wolfspelze loswerden. So. Ja. Wolfspelz für 500 Gold. 3, 4, 5, 6. Einen müssen wir noch haben. 7. Und jetzt da. Mal sehen. Was hast du denn? Lederrüstung plus 1. Speer plus 1. Das ist das, was ich abgeben habe. Die Geschichte, Langschild. Nix. Ich habe auch nichts zum Identifizieren und Stehlen. Ich müsste ihm ein. Machen wir aber nicht. Wir sind die Guten. Wir stehlen nicht. Wir brauchen nicht zu stehlen, mehr oder weniger. Schließlich sind wir ja die Guten. So. Mit der Zeit müssten sich aber der Mönch und ja, machen wir mal hier eine Rast. Ah. Was ist es diesmal? So, jetzt habe ich alle eingeschläfert. So. Jetzt mal sehen, kann sie endlich den einen da töten wenigstens. Na endlich, wenigstens hat sie mal einen getötet in diesem Kapitel. Okay, und die Rast hier ist vielleicht nicht ganz so erbaulich, weil die Gnolle hier rumlaufen. Wobei ich hätte am ehesten Untote erwartet. Ja. Dann mal ein kleines Quick-Safing gemacht, nochmal eine Rast versucht und natürlich werden wir wieder überfallen. So, schießt ihn ab. So, und der rappt ein bisschen vor sich hin. Ich glaube, wenn ich das Eisen von den Waffen nehmen könnte, wenn man Waffen verarbeiten könnte, dann würde ich eigentlich die Elsenknappheit besiegen. Ich würde nur hier die ganze Zeit rasten. So. Haben wir fast alles. So. Versuchen wir es nochmal. So, ein bisschen. So. Yep. Oh, je, das war wieder mal ein hartes Ding. So, können wir schon einsammeln. So, erschlagen, in Stücke geteilt. So. Materialien werden zwar verbraucht, aber... Ach komm. Jetzt wollen sie mich ja wirklich verarschen. So. Jetzt habe ich die drei.
ich tun? So. Ich tue mein Bestes. So. Was ist das diesmal? Der Nera geht aus der Schusslinie. Also irgendwie ist das kein guter Rastplatz. So. Ein paar Leichenteile fliegen noch immer rum. So. Dann die nächste Gruppe. So kann man sich natürlich auch Gold verdienen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber ich wollte mich hier eigentlich nur ausruhen, weil ich meine Zauber wieder haben wollte. So. Na endlich. Haben wir es mal geschafft. So. Ach ja, irgendwann muss man es ja mal schaffen. Ah, da. Irdan. Tretet näher, tretet näher. Willkommen in den wunderbaren neuen Zeitalter der merkantilistischen Expansion, meine Damen und Herren. Ein wunderbares neues Zeitalter, in dem selbst der Tod noch zu Geld gemacht wird. In dem Geld aus dem Schrecken gemacht wird, meine armen Kinder. Geld aus Verlust und Schmerz und Sehnsucht. Geld aus zerstörter Schönheit und befleckter Ehre. Geld aus Wahnsinn eines Mannes. Nun, meine lieben Voyeure, fragt nicht, was ihr für mich tun könnt, sondern was ich für euch tun kann. Ich mache mir Sorgen. Was kann ich für euch tun? Was könnt ihr für mich tun? 3. Ah, Selbstsüchtiger, ihr fragt direkt und ohne Umschweife, da ich keine falsche Pietät zu euren aufgeblähten Seele verborgen. Nun, wenn ihr fragt, ich bin ein Verkäufer des Zynismus und ein Händler des Unheils. Wenn ihr euch so darauf versteift habt, euch selbst in diesem krötenähnlichen Felsturm zu verlieren, kann ich dabei helfen, sicherzustellen, dass ihr nicht das ganze schöne Gold mitnehmt. Ah, okay. Krummsäbel. Oh, der verkauft schöne Pfeile. Stab des Feuers. Feuerball. Oh, das könnte interessant sein. Das kaufen wir doch mal. Und wenn wir schon hier sind. So. 9. Fertig kaufen. Nehmen wir noch ein bisschen mehr. So. Okay. Okay, dann. Oh, der hat 20 Aufladungen. Das ist richtig toll. Und ich glaube, er hat sich gleich ein paar Pfeile in den Köcher geworfen. Oder ich habe das gemacht. Naja, auf jeden Fall. Schön zu wissen, dass wir hier einkaufen können. So, ich habe irgendwie die Befürchtung, hier war auch irgendwie so ein komischer Todesritter. Wenn ich mich nicht irre. Hier war auf jeden Fall irgendwas Böses. Ich hab doch die... So, was sind das? Schlachtenschrecken. So. So. Mal sehen, ob dem magische Geschosse schaden können. Ach du Schande, nicht. Das soll nicht auf ihn gehen, das soll auf einer wie gehen. So. Er hält nämlich noch das meiste aus. Ach du Schande. Verletzt, das ist nicht so toll.
Na, wenigstens habe ich einen Feuerschaden. Das funktioniert also. Schwer verletzt. Okay. Ach, der ist immun gegen diese Art von Schaden. Von wem war das? Von Khalid. Hm. Dann versuch's damit. So. Okay, ich habe ihn erledigt. Und zwar mit Razad, der einen kritischen Treffer macht. Razad war der Einzige, der ihn wirklich getroffen hat. So. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Willst du unbedingt okay. Flammentanzring. Ja, das war eine sehr aufschlussreiche Begegnung. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, weil da müssen wir nochmal gegen so einen kämpfen. Und dieses Mal werden wir, das kann ich auch gleich machen, ein bisschen aufrüsten im Sinne von, wir brauchen ein paar mehr aggressive Zauber. Schlaf bringt uns nichts. So, und das wird uns auch nichts bringen, so. Damit müssten wir ihn eigentlich besiegen können. Also dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wie es ausgeht. Bis dahin, tschüss.